In diesem Tutorial soll es um ein einfaches Textabenteuer gehen. Also wir bauen ein Framework dafür. Einfach deswegen, weil immer die Möglichkeiten vorgeschlagen werden. Man kann sich selbst entscheiden, welche man trifft. Das kann man ungefähr vergleichen mit einem so einem interaktiven Buch, in dem man dementsprechend bei Seite 5 oder Seite 10 weiterlesen soll. Wir haben hier als Beispiel eine Startseite. Hier können wir einen Namen eingeben. Mit dem werden wir dann auch angesprochen, zum Beispiel Tim. Wenn wir Start klicken, beginnt unsere Story. Wir sehen, wir werden wirklich mit den eingegebenen Namen angesprochen. Dann hat man eben verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Falls man sich hier eben gegen das Abenteuer entscheidet, ist die Geschichte vorbei und man kommt wieder zum Start. Ansonsten kann man das Abenteuer beginnen. Wir haben ganz normale Weiterseiten, in denen man einfach zum nächsten Textteil kommt. Und hier zum Beispiel Entscheidungsmöglichkeiten. Hier splittet sich die Geschichte in drei Teile. Beim Dachboden würde man zum Beispiel keinen Erfolg haben und wieder zurück auf die Standardseite kommen. Der Keller würde die Richtung der Geschichte normal weiterführen. Und beim Direktorzimmer hier zum Beispiel würde eine Parallelgeschichte passieren. Falls man hier die falsche Entscheidung trifft, würde die Geschichte auch wieder vorbei sein. Ansonsten würde man ganz normal durch das Abenteuer weiterziehen und schließlich auch hier wieder im Keller landen. Framework deswegen, weil man eigentlich nur ganz wenig Funktionen braucht und die dann auf gewissen Daten zugreifen. Das heißt, man kann mit diesen Standardfunktionen beliebig viele Textabenteuer erstellen und braucht nur die Datendatei ändern und anpassen. Schauen wir uns den Aufbau des Tutorials an. Zuerst werden wir genau auf die Planung eingehen, das heißt die verschiedenen Abläufe, die durch die Entscheidungen passieren können, uns genau anschauen, sowie die Geschichte des Musterbeispiels. Weiter geht es um das Design. Hier versuchen wir mit ganz wenigen CSS-Befehlen einfach schon ein ansprechendes Design zu erstellen. Dritter Punkt ist der Hauptteil. Hier wird das Framework programmiert, also die nötigen Funktionen, damit das Ganze abläuft. Und im letzten Teil fügen wir dann einfach die Daten unserer oben geplanten Mustergeschichte ein und können so sehen, dass wir das Framework selbst nicht mehr bearbeiten müssen, sondern nur noch die Daten einfügen. Beginnen wir mit der Planung. Um bei Textabenteuer noch einen Überblick zu haben, macht es Sinn, so ein Ablaufdiagramm zu haben, was schön die Struktur aufzeigt. Ich erzähle aufgrund dieses Diagramms kurz die Geschichte, die wir jetzt programmieren werden. Also man ist Schüler an einer Schule und nachdem das Wochenende beginnt, kommt aber noch eine Freundin her und sagt, dass sie einen Schlüssel gefunden hat. Man kann jetzt entweder mit zwei sagen, dass man keine Lust auf das Abenteuer hat, dann würde man wieder zum Ende kommen und wieder neu starten müssen. Oder man kann sich auf das Abenteuer einlassen. Die Person freut sich und fragt, wo wir den Schlüssel probieren sollen. Dabei gibt es jetzt drei Möglichkeiten. Wenn wir sagen, zum Beispiel Dachboden, dann würde er den Weg zu 5 gehen. Hier geht aber nichts weiter und wir kommen wieder zurück zur Auswahl, wo der Schlüssel probiert werden soll. Es ist auch noch die Möglichkeit, dass man in den Keller probiert. Dann kommt man direkt hier zu 10 weiter oder im Direktorzimmer. Und hier beginnt wieder ein neuer Strang, wo eben dann eine Entscheidung getroffen wird, das heißt, wir werden erwischt, wie wir den Schlüssel probieren. Falls wir die falsche Antwort geben, dann beginnt haben wir das Ende erreicht und wir kommen wieder zum Start. Ansonsten haben wir eine Ausrede, für die wir zwar nachsitzen müssen, aber beim Nachsitzen lernen wir jemanden kennen, der den Schlüssel ebenfalls kennt und uns sagt, dass man ihn im Keller probieren soll. Jeder dieser einzelnen Kästen hat eine eigene Geschichte und die Möglichkeit, zu weiteren Kästchen zu kommen. Das Ganze ist jetzt hier auch in Word dargestellt. Wir haben zum Beispiel bei 1 jetzt den Text hier stehen und haben direkt angegeben, okay, antworten wir mit klar, geht es weiter zu 3. Das heißt, von 1 kommen wir zu 3 weiter. Antworten wir mit 2, antworten wir mit nein, kommen wir zu 2 und das führt zu einem Ende. Das heißt, hier bei Text 2 und hier geht es nach oben. Das heißt, hier sind eigentlich alle Texte zusammengefasst und alle Möglichkeiten, zu welchen Texten sie führen. Kümmern wir uns auf nächster um das Design, das heißt etwas HTML und CSS-Code. Die Struktur unseres Textabenteuers ist sehr einfach. Wir haben einen eigenen Container für das Ganze. In diesem befindet sich eine Überschrift H1, ein Inhaltsbereich für die Texte und ein Aktionsbereich für Aktionen. Dazu stellen wir uns ein neues HTML-Dokument mit zum Beispiel dem Namen index.html. Darin wird unser HTML-Konstrukt aufgebaut. Wir können Titel Textabenteuer schreiben. Und hier im Body können wir unsere Bereiche erstellen.
Wir haben schon gesagt, wir erstellen uns einen Div-Container. Div mit einer ID von Container. Und darin haben wir unsere H1 für die Überschrift. Also auch zum Beispiel Textabenteuer. Oder je nachdem, wie eben das Abenteuer heißt. Und wir haben einen Paragraphenbereich mit der ID von Text. Hier sollen unsere ganzen Inhalte drinnen stehen. Und weiters gibt es dasselbe für Aktionen. Eben einen Paragraph mit Actions. Grafisch ist hier im Browser noch nicht viel zu erkennen. Deswegen benötigen wir unser CSS-Stylesheet. Das können wir einfach mit Link-Stylesheet einfügen. Geben beim Link-Style mit. .css und diese Datei können wir uns im gleichen Ordner erstellen. Style.css und hier damit mit unserem Design beginnen. Mit Stern werden mal grundlegende Einstellungen für alle Elemente angegeben. Hier kann zum Beispiel Box Sizing auf Borderbox umgestellt werden und allgemein die Schriftart verändert. Weiter geht's mit der Hintergrundfarbe, die wir auf den Body legen. Und die soll so ein dunkles Grau sein. Weiters gibt es das Design für den Container. Das soll eine etwas hellere Farbe sein. Wir machen eine maximale Breite von 640 Pixel und schauen, dass rechts und links automatisch der Abstand sich anpasst. Und die Ränder sollen 10 Pixel haben, das heißt diese Abrundungen. Das heißt, wir bekommen jetzt diesen Bereich. Und der wird automatisch bis 640 vergrößert. Ansonsten wird außen der Rand gelassen. Wenn das Ganze kleiner wird, passt es sich responsiv an. Weiter geht es mit der H1-Überschrift, die sich ganz oben befindet. Die soll zentriert sein und wir passen die Rundungen ans äußere Layout an. Der Bereich für den Text soll mit Padding etwas Abstand haben. Er soll eine Mindesthöhe von 100 Pixel haben. Das Ganze soll in Blockschrift sein und wir machen die Hintergrundfarbe etwas blauer, damit sie auch auffällt. Das Ganze würde dann dieser Bereich für den Text sein. Für die Actions, also Input-Eingaben, erstellen wir uns im HTML einmal ein Muster, wie wird das ausschauen kann. Zum Beispiel irgendein Input mit Button und Value ist einfach einmal Test. Wir aktualisieren, so würde das ohne Formatierung ausschauen. Im Stylesheet fügen wir deswegen mal auf unsere Action-Bereich ein Padding an, damit wir die Abstände bekommen. Für das Input-Element erstellen wir statt einem Inline ein Block-Element, damit es schön über die ganze Reihe geht. Wir geben auch hier einen Matching und Padding an, also die Breite auf 100%. Auch die Hintergrundfarbe, die abgerundeten Ecken und der Rahmen sind ausgestellt. Dann bekommen wir hier so einen optisch ansprechenden Button. Damit man die Aktion auch erkennen kann, geben wir eine Hover-Funktion aufs Input. Und diese soll mit einer Transition von zum Beispiel 0.8 passieren. Sekunden. Wir jetzt aktualisieren und mit der Maus drüber fahren, wird das Ganze dunkler. In der HTML können wir jetzt den Button wieder herauslöschen. Diese wird später dynamisch mit JavaScript eingefügt. Beginnen wir mit der Entwicklung des Frameworks. Dazu müssen wir in unserer HTML-Datei JavaScript einbinden. Das machen wir vor dem schließenden Body Tag und sagen Script SRC und nennen das Ganze einmal Framework.js. Diese Datei müssen wir natürlich erstellen. Framework.js und können wir hier jetzt unseren JavaScript Code anwenden. Beginnen wir damit, dass wir die wichtigen Teile, Bereiche vom HTML in unser JavaScript bringen. Das wäre einerseits unser Textbereich hier oben und weiters unser Actionbereich hier unten. Weiters haben wir eine globale Variable mit PlayerName, von der überall drauf zugegriffen werden soll. Und das ist eben der Name, den wir zu Beginn eingeben. Das Ganze passiert auf unserer Startseite, also Willkommensseite. Diese erstellen wir mit der Funktion RenderHome, die wir darüber auch gleich aufrufen. Hierinnen setzen wir die Actions einmal auf Leer, damit hier nichts drinnen steht. Und im Textbereich können wir schon mal eine Einleitung hineinschreiben. Wir stellen danach zwei Eingabeelemente. Einmal einen Input für den Namen, das soll ein Textfeld sein. Und die ID soll PlayerName sein. Und als Placeholder steht, bitte geben Sie hier einen Namen ein. Das zweite Element ist unser Startbutton. Das ist auch ein Input-Element vom Typ Button.
Das Text soll bei Value Start drinnen stehen und es gibt einen Event Listener, der bei Klick die Funktion Start aufruft. Beide Inputs sollen bei unseren Actions hinzugefügt werden. Die Funktion Start rufen wir danach auf und hier wird einfach von unserem Player Name Element der Name genommen und als Player Name unserer globalen Variable gespeichert. Danach würde schon das erste Kapitel gerendert werden. Das kommentieren wir jetzt aber noch aus. Aktualisieren hier mal unseren ersten Teil. Hier haben wir die Einleitung stehen. Man kann hier einen beliebigen Namen eingeben. Und mit Start rufen wir die Funktion hier unten auf. Mit der Funktion RenderChapter wird direkt von Datensatz 1 jetzt schon das Ganze abgefragt. Das heißt, wir müssen die Daten zuerst erstellen. Dazu erstellen wir mit LetData ein Objekt. Und darin soll einerseits gleich auf die ID zugegriffen werden. Das heißt, hier haben wir beginnen bei 1. Hierinnen haben wir ebenfalls ein Objekt. Und das soll einen Text haben, wo eben die Beschreibung der Geschichte steht. Und es soll verschiedene Optionen zur Auswahl geben. Das ist einfach ein leeres Array. Füllen wir das Ganze einfach mal mit Musterdaten. Das heißt, wir wollen einen A-, B- und C-Bereich haben und zwischen denen soll man herumspringen können, beziehungsweise bei C soll es wieder zu einem Ende gehen. Das heißt, beim ersten Teil steht, hier steht A und es soll zwei Optionen geben. Das sind wieder Objekte, einmal mit einer Referenz auf 2, das wäre unser B-Bereich später und der Text soll sein, gehe zu B. Und wir möchten ebenfalls zu C gehen können. Das heißt, wir kopieren uns diesen Teil und sagen, mit Referenz auf 3 ist man bei C. Bauen wir unseren Bereich für B, also Referenz Nummer 2. Dazu können wir das Ganze hier kopieren, fügen es als neuer Index ein, Zeilstrich dazwischen, dass wir eben jetzt 2, bei 2 steht eben, wir sind bei B. Und man kann wieder zu 1 zurückgehen, das heißt, gehe zu A und diesen Punkt entferne ich einfach. Und weiters wollen wir noch das dritte haben für C, das heißt Referenz 3. Kopieren wir, also haben wir noch einen Zwischenspeicher. Beistrich dazwischen, wir sagen Nummer 3 ist der Bereich für C. Mit der Referenz 1 können wir wieder auf A zurückgehen. Und wir stellen hier eine zusätzliche Referenz ein, die wir Ende nennen. Und hier soll das Ganze dann beendet werden. Das heißt, Text ist einfach hier Ende. Damit haben wir schon eine schöne Grundstruktur für die Daten erstellt. Das heißt, wir können jetzt unsere Render-Chapter-Funktion ausführen. Diese bekommt ihr als Parameter eine ID mit, starten bei 1. Und aufgrund dieser ID wird eben von den Daten die Texte geholt und in unser Text-In-HTML hierinnen abgebildet. Die Actions werden zuerst gelöscht, falls sich noch alte drinnen befinden und jetzt wird mit einer Vorschleife mit Let O auf sämtliche Optionen von unserem Datensatz durchiteriert. Für jede Option wird ein eigener Button erstellt mit dem Typ Button. Der Text ist der O-Text, das heißt zum Beispiel gehe zu B, gehe zu C. Es wird die Referenz darin gespeichert. Und es gibt einen Event-Listener, der bei einem Klick die Funktion Pick ausruft, die wir gleich umsetzen werden. Und all diese Inputfelder werden eben mit Appends dann in den Action-Bereich eingefügt. Die Funktion Pick prüft, ob this.ref, das heißt, wir haben ja hier den Inputfeld eine Referenz hinzugefügt. Und falls diese aus den Daten Ende ist, dann wird Render Home ausgeführt. Das heißt, es wird wieder der Startbildschirm geladen. Falls es eine Zahl ist, also nicht Ende, dann wird Render Chapter aufgerufen und es wird diese Referenznummer mitgegeben und wir kommen zum nächsten Kapitel und das Ganze wird wieder generiert. Probieren wir das Ganze aus, ob es funktioniert. Ich aktualisiere, wir geben jetzt einen Namen ein, klicken auf Start und wir sind bei A gelandet. Wir können zu B gehen und zu C gehen. Gehen wir zu B, hier steht 2, das heißt, ja, hier gehört dann B herein. Und wir können wieder zurück zu A gehen. Jetzt sind wir wieder bei A. Wir können zu C gehen. Von C können wir zu A. Gehen wir nochmal zu C. Und wenn wir auf Ende klicken, dann wird eben unser
Render Home hier unten aufgerufen und wir sind wieder bei der Startseite. Das Ganze funktioniert schon ganz super. Was aber jetzt noch fehlt, ist, dass auch der Name verwendet wird. Das können wir hier bei unserem Datensatz 4a probieren. Wir sagen hier einfach einmal Hallo und jetzt irgendeine Erkennung für einen Namen. Wenn ich zum Beispiel eckige Klammern und Name verwende, kann ich später dann darauf zugreifen. Wir haben ja im Player-Name bereits das Ganze gespeichert und wir möchten jetzt immer von diesen Textdatensätzen das durch den Player-Name ersetzen. Das funktioniert beim Rendern der Kapitel. Und zwar statt nur Text sagen wir hier zusätzlich noch Replace. Und wir möchten diese eckigen Klammern mit Name drinnen ersetzen mit unserer Variable Player-Name. Speichern das Ganze. Wenn wir jetzt aktualisieren und hier zum Beispiel Luzi schreiben, Start klicken, dann haben wir wirklich hier als Text auch den eingegebenen Namen und wir können weiter durchlaufen. Nachdem wir jetzt unsere Grundstruktur und ein funktionierendes Framework haben, möchten wir das zuvor geplante Spiel mit den ganzen verschiedenen Abläufen umsetzen. Das heißt, wir fügen die Daten in unser Datenobjekt ein und probieren das ganze Spiel einmal aus. Ich fände hier zum Beispiel in unserer HTML-Datei eine Trennung der Daten und des Spiels sehr schön. Das heißt, ich sage hier, es gibt eine Data.js und eine Game.js. Diese erstelle ich mir neu. Das heißt, Data.js und Game.js. Und ins Game kommen einfach von unserem Framework die ganzen Funktionen hinein. Das heißt, einerseits die Daten, was wir uns holen, die Bereiche und weiters hier die ganzen Funktionen, also Render, Start und Pick. Und im Prinzip brauchen wir nichts anderes. Mit dieser Game.js läuft das Ganze aufgrund unserer Daten. Das heißt, für unsere Abenteuer, die wir schreiben, brauchen wir nur die Data.js, in der wir mit dieser Objektstruktur die Geschichten hineinschreiben. Und wir haben ja hier in unserem Word-Dokument eigentlich schon alles schön zusammengeschrieben. Wir haben hier zum Beispiel den Start der Geschichte und den Text dazu. Das wäre eben die 1 für den Start und der Text dazu. Und wir haben ja die Möglichkeiten, auf das Abenteuer uns einzulassen oder uns nicht drauf einzulassen, wo wir auf 3 oder 2 gehen. Das wären dann hier unsere Referenz auf 3 oder 2. Und so wird einfach die ganze Geschichte in dieser Data-Datei abgebildet. Probieren wir das Ganze aus. Wir geben hier unseren Namen mit Lucian und starten das Abenteuer. Wir sehen schon in der Geschichte alles drum, dass die Klasse es läutet. Alle wollen den Raum verlassen, aber Tara fragt mich mit Namen ansprechend, ob ich nicht herausfinde, wo der Schlüssel hingehen soll. Und ich sage, nein, ich habe keine Lust, ich will das Wochenende. Ist sie sauer und wir kommen wieder zurück zum Neustart. Hier kann ich wieder meinen Namen eingeben und sagen, klar, auf ein Abenteuer, für ein Abenteuer bin ich immer bereit. Das Ganze auswähle, dann freut sie sich, drückt mir den Schlüssel in die Hand und fragt mich, also im nächsten Schritt wird dann gefragt, wo sollen wir den Schlüssel probieren. Ich sage, am Dachboden, dann schauen wir eben hinauf und es funktioniert nicht, der Schlüssel funktioniert nicht, deswegen kommt man hiermit weiter wieder zurück. Wir können in den Keller schauen, dann hätten wir das ganze Spiel geschafft und wir wären am Ende. Entscheiden wir uns an dieser Stelle aber anders. Das heißt, wir sagen klar, das Abenteuer, gehen weiter und wählen das Direktorzimmer. Dann werden wir erwischt, wie wir den Schlüssel, wie wir das Ganze aufsperren wollen. Und wir müssen uns eine Ausrede einfallen lassen. Und wir sagen, wir haben den Schlüssel gefunden und wollen probieren, ob er passt. Wird uns der Schlüssel abgenommen und das Abenteuer ist vorbei. Wenn wir lügen und sagen, wollten nur durch Schlüsselloch schauen, dann ist der Lehrer sauer, weiß aber nicht, dass wir den Schlüssel haben. Wir kommen weiter zum Konferenzzimmer und hier erfahren wir, dass dieser Schlüssel eben im Keller passt und wir kommen ebenfalls zum Ende mit dem Keller. Weitere Game-Tutorials werden in der oberen Playlist hier verlinkt. Und wenn man allgemein mehr über JavaScript erfahren möchte, dann sollte man einen Blick in die JavaScript Guide Playlist werfen. Wie immer gilt, wenn das Video für dich hilfreich war, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn du mehr willst, dann
dann einfach den Abo-Button klicken.